Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bin Rotmac und wir befinden uns hier irgendwo in einem Tunnel unter dem leuchtenden Meer. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir sind. Wir sind auf der Suche nach Atombomben, die wir der stellenden Bruderschaft eigentlich mal bringen sollen. Das sieht richtig aus hier. Das sieht relativ gut aus hier. Oha. Roter Knopf, den drücke ich mal. Ich mag rote Knöpfe. Da kommt ein Aufzug oder so. Das scheint aber ganz gut zu sein. Hier, da hat es Atombomben. Werden wir uns gleich noch mit dem Computer beschäftigen, mit dem Terminal. Was? Wieso macht er die Musik so bababam, babam? Man hat keine Ahnung. Kinder des Atoms sind da. Und hier drüben zeigt es mir, wer zum Geier bist du? Wow, 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 scheiße, bin ich erschrocken. Scheiße, bin ich jetzt erschrocken. Oh, oh, fuck, Mann. Scheiße. Oh, Mann. Entschuldigung für den Schrei, aber... Oh. Ich wollte mich gerade von dem Typen entfernen und dann... Oh, das Terminal hier geht gar nicht, sehe ich gerade. Ich wollte eigentlich zurück zum Terminal und das noch kurz durchlesen, bevor wir mit dem Typen reden. Oh, leck mich fett. Du dämliches, kleines Drecksding. Tja, 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 tja. Wichser. Oh, scheiße. So, da mal den Ventilator eingepackt und dann sprechen wir doch da mit diesem Bruder Henry. Der sieht ein bisschen crazy aus. Hi, nenne den Grund für deine Anwesenheit. Du wandelst auf Atoms geheiligtem Boden. Es ist so, ich will Bomben. Ich will nur die Atombomben, sehr schön. Sag mir einfach, wo die Atombomben sind. Deine Worte verraten deine Absichten. Du siehst sie nicht als die heiligen Reliquien, die sie sind. Gaben des Atoms, die beschützt werden müssen. Die Kinder des Atoms haben geschworen, diesen Ort bis zur großen Spaltung zu bewachen. Niemand darf ihn betreten. Ach, ganz ehrlich, ich werde den Verrückten sowas von niederschießen. Da habe ich gar kein Problem damit. Ja, erzähl mir mal was von der großen Spaltung. Interessiert mich einfach mal so ein bisschen. Was ist die große Spaltung? Eines Tages wird Atom zurückkehren. Und seine Berührung wird der Erde die große Spaltung bringen. Sein Leuchten wird sich verbreiten. Es wird alles erhellen und unzählige Welten aus uns gebären. Aha. Hör mal zu, ich bin auf deiner Seite. Ja, wir versuchen das mal hier so ein bisschen, ja, friedlich zu lösen. Glaub mir, ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur helfen. Atom braucht keine Hilfe von Ungläubigen. Wenn er zurückkehrt, werden diese Reliquien sein Wort und seinen Ruhm in alle Ecken der Welt tragen. Deshalb müssen sie beschützt werden. Ah, Junge, weißt du was? Ich will seinen Ruhm verbreiten. Pass auf, die Bomben werden benutzt, okay? Das willst du doch, oder? Dann habe ich dich vielleicht falsch eingeschätzt. Wenn du dafür sorgst, dass diese Reliquien benutzt werden, dann erfüllst du Atoms Willen. Nimm das und mach dich bereit, sein Heiligtum zu betreten. Folge dem Leuchten, es wird dich zu den Reliquien führen. Möge Atoms Glanz deine Seele wärmen. Freunde, ich bin fast ein bisschen stolz auf mich. Wir haben das hier ohne Gewalt gelöst, obwohl es mich... Ja, es hat gejuckt in den Fingern. Aber wir haben es geschafft, ohne Gewalt. Wir müssen noch einen Skillpunkt verteilen. Das machen wir doch gleich noch. Ich habe noch so viel, dass ich überhaupt nicht angefangen habe zu skillen. Powerrüstung trage ich nie. Nein. Sonne. Nicht schlecht.
einschüchtern. Zeit allen zu zeigen, wer hier der Boss ist, mit einer Waffe, einem menschlichen Gegner, mit einem niedrigen Level und erhalte eine Chance, ihn zu beruhigen. Na, nee, das brauche ich doch nicht. Das kann ich noch gar nicht. Ödlandflüster. Alter, das sind wieder so viele Punkte. Wissenschaft ist immer gut. Hier. So. Ich habe keine Punkte mehr, oder? Nein. Nee, habe keine Punkte mehr. Sehr gut. So, das ist Holoband. Hier spricht Captain Mitch Dunleavy, 132. Pionierkorps am Wächterplatz Prescott. Sämtliche Kommunikationswege sind unterbrochen. Und wir haben mehrere Feindannäherungen auf dem Radar. Wenn das eine Übung ist, brauchen wir umgehend Bestätigung. Umgehend? Hat er wahrscheinlich nicht gekriegt. So, Dogmeat. Nein, was mache ich denn? Rechter Arm, da muss ich wieder das Richtige anziehen. Ich will Dogmeat mal ein bisschen Sachen abgeben. Handeln. Ja, es wird nicht gegähnt, jetzt wird gehandelt. Kann der überhaupt noch was tragen? Nein, der kann nicht mehr tragen. Also wir sind bald Anschlag. Hier, das Terminal, damit öffnen wir Türen. Meistens. Türfenster, Steuerung. Ja, Tür öffnen, alles klar. Was war das zweite? Turmsteuerung. Nee, lassen wir. Der ist eigentlich relativ ruhig. Ist ganz okay so. Wir bestehlen dieses Kind des Atoms noch ein bisschen. Hey. Dogmeat! Du bist... Als hätte ich eine Kamera in der Hand, ne? Immer schön reingucken da. Nee, was ist da los? Splitterminen will ich auch noch mitnehmen. So. Verdammt, ist doch nicht normal. Und dann steht er wieder vor dem Loch. Auch gut. Und ich komme da gar nicht durch. Okay. Was habe ich denn jetzt? Ich habe doch was geöffnet. War das hier hinten? Da unten? Ja, sehr gut. Das war da unten. So, dann schnappen wir uns mal hier... Nee, wir schnappen uns gar nichts. Wir installieren das Notrufdingens. So. Und da sind jede Menge Bomben. Wie geil ist das denn, bitte schön? 13 Aktivität ist ein bisschen viel. Ich gehe da mal wieder weg. Bitte schön. Und das müssen wir jetzt machen. Was müssen wir denn jetzt machen? Was müssen wir denn tun? Kehre zu, okay, Ingram zurück. Ich denke mal, der Aufzug, der führt uns direkt nach oben. Deshalb heißt er auch Aufzug. Haha. Dogmeat, tschüss. Bleib du bei den Bomben, wenn du willst. Ich gehe jetzt rauf ins leuchtende Meer zurück. Mal schauen, wie das da weitergeht mit dem Prime. Liberty Prime. Der sollte jetzt dann bald fertig sein. So, und wir porten uns gleich mal weg von hier. Das Ding brauchen wir nicht. Hier. Wegpunkt Echo. Muss ich dazu... Ne, da muss ich nicht zurück. Ich will ja direkt hier mit der Chefin reden. Wo auch immer die so sein mag. Hier, auf dem Flughafen. Gehen wir direkt mal hin. Dann können wir eigentlich auch mal noch die Railroad besuchen. Wenn es da nicht mehr allzu viele Aufgaben gibt, jetzt für den Primetime-Typen. Primetime. Oh. Liberty Prime, der große Roboter. Ich bin gespannt. Wie will denn der? Der muss ja irgendwie ins Institut reinkommen. Der kann ja gar nicht ins... Können wir den porten dann? Oh, teleportieren. Den dicken, großen Roboter. Die werden Augen machen im Institut, wenn plötzlich so ein Riesenmonster drin steht. Ich muss zerstören. Piu, piu, piu. Ja, da freue ich mich drauf. So. Jetzt gehen wir hier. Zack, 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 zack. Eine gewaltige Bürde, aber wir werden es schaffen. Ja, natürlich werden wir es schaffen. Ingram. Dr. Ingram. Scheint, als wären die Mark 28 genau richtig. Der Fund war Gold wert. Ich werde mit deinem Team arbeiten, damit gewährleistet ist, dass die Bomben sicher sind, nachdem sie in Primes Rucksack geladen wurden. Das wird allerdings kein größeres Problem sein. Nun, Dr. Lee. Ich muss zugeben, ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Für Feierlichkeiten ist es noch etwas früh, Proctor Ingram.
Wir haben Liberty Prime noch nicht vollständig aktiviert und ich hoffe, dass meine Bemühungen, seine Systeme zu stabilisieren, nicht vergebens waren. Okay, es wird funktionieren. Ich habe volles Natürlich. Vertrauen in die Fähigkeiten aller Anwesenden. Ich weiß das zu schätzen. Proctor, alle Anzeigen stehen auf grün. Ich glaube, es ist an der Zeit, mit der Stromübertragung zu beginnen. Ich finde, du solltest den Knopf drücken. Ohne deine Hilfe stünden wir schließlich immer noch vor einem Haufen Einzelteile. Es wäre vermutlich besser, wenn ein ausgebildeter Techniker das übernehmen würde. Aber du hast es dir wohl verdient. Den Knopf drücken, das muss schon ein Ausgebildeter machen, absolut. So, Freunde, es ist Prime Time. Ja, der gute Roboter wird jetzt mal aktiviert hier. Let's go, Prime Time. Liberty Prime ist online. Yeah. Wie geil. Lassen wir ein paar Diagnosen durchlaufen. Diagnosebefehl akzeptiert. Lasst ihm einen Augenblick. Er muss sich an die neue Konfiguration anpassen. Stimmmodul online. Test der Audiofunktionalität gestartet. Bezeichnung Liberty Prime Mark II. Mission die Befreiung von Anchorage, Alaska. Primäre Ziele alle rotchinesischen Invasoren. Oi. Ich führe jetzt eine Systemanalyse durch und prüfe die Kampfbereitschaft. Vollständige Systemanalyse von Liberty Prime läuft. Alle Systeme nominell. Bewaffnung scharf. Warnung. Atomwaffenmunitionsvorrat aufgebraucht. Neubestückung erforderlich. Warnung. Energiekern offline. Betrieb durch externe Energiequelle. Neustart des Kerns empfohlen. Fähigkeit, rotchinesische Invasoren abzuwehren, nicht gegeben. Alle Anzeigen sind auf grün. Von meiner Seite aus sieht er gut aus. Doktor, es wäre gut, wenn du den großen Burschen im Auge behalten könntest. Wenn es dir nichts ausmacht. Ich muss zugeben, ich war mir nicht sicher, ob wir es hinbekommen würden. Aber Liberty Prime scheint zu funktionieren. Juhu, sehr schön. Energiekern. Was war das, was er da über den Energiekern gesagt hat? Prime ist im Top-Zustand. Aber sein Atomtriebwerk muss neu gestartet werden. Im Moment wird er noch von der Pridwin mit Energie versorgt. Sobald ich das erledigt habe, schicken wir ihn los, um dem Institut in den Arsch zu treten. Bevor du dich an deinen nächsten Auftrag machst, habe ich noch was für dich. Die kleine Schönheit habe ich selbst entwickelt. Wird deiner Powerrüstung etwas mehr Wumms verleihen. Steampump T60? Glaubst du, ich werde das Ding bei meinem nächsten Auftrag brauchen? Ich weiß nicht. Aber es schadet nie, gut vorbereitet zu sein. Wie dem auch sei, du solltest jetzt besser zurück zur Pridwin. Ältester Maxon meinte, er müsste mit dir reden, sobald wir hier fertig sind. Und danke, Ritter. Ohne dich wäre das ja alles nicht möglich gewesen. War mir eine Ehre. Also, dann gehen wir zurück auf die Pridwin. Pridwin, oder wie man sie sagen will. Ich werde mir ganz kurz dann auch noch die Powerrüstung anschauen. Wir haben jetzt ein neues Teil gekriegt. Ich will das noch kurz implementieren. Mal schauen, was es überhaupt für ein Teil ist. Blinder Verrat. Begonnen. Sprich. Oh, was? Blinder Verrat? Was? Ad Victoriam, Ritter. Das klingt nicht sehr gut. Zumindest nicht für uns. Aber erstmal gehen wir aufs Deck. Bevor wir mit Maxon reden, wie gesagt, ich will die Powerrüstung anschauen. Wir haben ja alles gemacht, was die Bruderschaft wollte, von daher, die können uns nichts vorwerfen. Im Gegenteil, wir haben das Institut verraten, um der Bruderschaft zu helfen. Ich finde es nur ein bisschen seltsam, geht jetzt nur die Geschichte von der Bruderschaft so richtig weiter. Klar, wir können auch zu der Railroad, aber die Minutemen sind relativ ruhig geworden. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht ein paar Quests für die Minutemen machen müssen noch. Diese Daily Quest, also die ich meine, das Daily Quest ist. Mit
dem Helfen der Siedlungen. Vielleicht machen wir das dann mal noch ein bisschen weiter und schauen, ob wir damit das aufholen können. Und die Minutemen auch noch richtig ins Spiel mitbringen können, weil die sind momentan einfach so ein bisschen... Achtung! Ja. Truppführer Delta auf der Brücke melden. Truppführer Delta auf die Brücke. Ja, ich werde alles analysieren lassen. Alles klar. Aber ich muss jetzt wieder meine Powerrüstung suchen. Und wie so oft habe ich keine Ahnung, wo die sein mag. Ich glaube, da hinten ist die. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Den Abschaum des Commonwealth zu verschonen, kann tödlich sein. So. Das dürfte halten. Danke, Schwester. Kaum zu glauben, dass Supermutanten früher Menschen waren. Wie konnte die Wissenschaft... Ich bin falsch. Ich bin falsch. Dank dafür aus, dass ich dich ausleihen durfte. Du kannst dir die Exemplare gern ansehen, du am Ende noch bitte nicht fragwürdige Sachen essen, um am Leben zu bleiben. Interessiert dich denn mein Essen? Sie labern mich alle voll hier. Da unten sind die Powerrüstungen. Da ist meine Powerrüstung. Jetzt bin ich gespannt. Wir schauen das mal an. Ich habe Fusionskerne 45, das ist schon mal gut. Die letzte Person, die einen Befehl... Nein. Ah, ich will den nicht reinmachen eigentlich. Naja, jetzt ist er drinne. Sehr gut. Neuer. Hallo, bitteschön. So. Jetzt habe ich da irgendwas gekriegt. Ich schaue das auch noch an. Ist es einfach drin? Das sind die Angefangenen. Das sind 100%iger. Die beiden könnte ich ja nicht verkaufen. Die brauche ich nicht mehr. Ja. Was habe ich denn da gekriegt eigentlich? Ich habe doch was gekriegt. Wo ist denn das hin? Dieses T-Teil. Oder ist es direkt eingebaut worden? Da ist nichts drin. Also das ist wahrscheinlich direkt eingebaut worden. Schaue ich es mir nochmal ganz kurz an. Aber ich verstehe das nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Naja, wie auch immer, lassen wir es halt sein. Wir gehen zu Maxen. Beziehungsweise schauen, ob wir noch was verkaufen können da hinten. Ist da noch Munition? Nehme ich gerne. Das ist mal eine echte Herausforderung. So, dann verkaufen wir noch was. Werden dir keine Probleme machen. Das ist mir eigentlich egal, ich will handeln. Lass mich sehen, was du hast. Gerne doch. Diese Farmer, das mache ich nicht für den. Wie gesagt, ich werde die Leute nicht ausnehmen für ihn. Chemieanzug behalte ich. Synthrüstung behalte ich auch mal noch. Was haben wir denn an Waffen vielleicht, dass wir verkaufen können? Nuka-Granate. Wie geil ist das denn bitte? Wow, was macht denn das für Schaden? Eine Nuka-Cola-Granate. Geil. Plasma-Granaten behalte ich auch noch. Splitter auch noch. Das Gewehr behalte ich auch mal noch. Das da können wir mal wegwerfen. Oder? Jetzt muss ich trotzdem noch mal ganz kurz meine Liste suchen. Moment. So, da haben wir's. Energiewaffen habe ich, ja, da habe ich mehr. Da mache ich 92 Schaden. Der macht nur 46. Und dann hier die 308er. Da macht meine 71 und der macht 80. Das ist interessant. Schaue ich das noch an. Hier 71, das stimmt. Schauen wir das ganz kurz an. 71, dann 49, 191, 112. 49. Oh, die Feuerrate ist ja ganz schlecht. 197 Reichweite. Okay, Präzision 112, 113. Na, die Feuerrate ist schon gut mit 49. Gut, das könnte ich natürlich da noch ändern. Ja. Ich behalte das mal einfach mal im Sack so. Wer weiß, vielleicht können wir da noch was modifizieren, was uns dann weiterbringt. Der Schrott, kann ich hier irgendwas... Weißt du, komm, wir verkaufen doch einfach mal alles. Der hat ja ein bisschen Geld dabei. Ich fange hier einfach mal an und gehe da durch, bis wir auf 600 sind. Das sollte eigentlich nicht schaden. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Variante, weil wir vielleicht noch Materialien brauchen. Aber ganz ehrlich, ich habe so viel Material. Und ich will einfach nur ein bisschen Platz und Geld kann auch nie schaden. So. Okay, haben wir wieder ein bisschen Platz gemacht. So, und jetzt gehen wir zu Maxen. Jetzt ist aber wirklich Maxen-Time. Nach der Prime-Time kommt die Maxen-Time. Ja, komm. Dack, 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 dack. Los geht's, Ritter. Melde dich beim Kommandanten und hol dir eine Schelte ab oder so. Hey. Ältester Maxen, gibt es etwas, das Sie mir sagen wollen, Ritter?
Oh oh. Werde ich beschuldigt? Wird mir etwas vorgeworfen? Das werden wir sehen. Proctor Quinlan hat die Daten entschlüsselt, die Sie aus dem Institut mitgebracht haben. Darunter war auch eine Liste von Synths, die verschwunden oder aus der unterirdischen Anlage geflohen sind. Bei der Analyse der Daten haben wir etwas Beispielloses entdeckt. Paladin Dance entspricht exakt einem der Synths auf dieser Liste. Was? Das ist unmöglich. Ich befürchte, dass dem so ist. Die Beweislage ist eindeutig. In den Daten, die Sie mitgebracht haben, waren DNS-Profile aller Subjekte. Wir haben von jedem unserer Soldaten ebenfalls ein DNS-Profil. Paladin Dances DNS-Profil entspricht exakt dem eines Synths mit der Bezeichnung M797. Und zu allem Überfluss hat er sich auch noch unerlaubt von der Truppe entfernt. Er ist spurlos verschwunden. Sein plötzliches Verschwinden bestärkt uns in der Schlussfolgerung, dass Paladin Dance dieser M797 ist. Ich kann kaum glauben, dass er Ihnen das nie erzählt und Sie dann zu Verschwiegenheit verpflichtet hat. Sie haben vielleicht Nerven. Das ist gut. Wie können Sie mich des Lügens beschuldigen? Nach allem, was ich für die Bruderschaft getan habe. Angesichts Ihres Wutausbruchs denke ich, dass ich Sie falsch eingeschätzt habe. Und das bedeutet, dass ich Ihren Worten glauben werde. Das entbindet Sie allerdings nicht von Ihrer Pflicht. Dance ist ein Synth. Er steht für alles, was wir verabscheuen. Eine technologische Monstrosität. Unsere Mission im Commonwealth ist eindeutig. Das Institut und all seine Schöpfungen müssen vernichtet werden, um unsere Zukunft zu schützen. Was mich zum schwierigsten Befehl bringt, den ich Ihnen je erteilt habe. Ich befehle Ihnen, Dance aufzuspüren und zu exekutieren. Also gut, das werde ich nicht machen. Ja, das ist jetzt schon klar. Das werde ich nicht machen. Ich habe es jetzt gerade geahnt, dass er auf das raus will. Aber nein. Das werde ich nicht tun. Dance hat eine Chance verdient, seine Handlungen zu erklären. Sie werden es tun. Da gibt es keine Diskussion. Ich gebe Ihnen einen direkten Befehl, Ritter. Und ich erwarte, dass Sie ihn ohne zu zögern ausführen. Hören Sie, mir ist klar, dass Dance Ihr Mentor war und dass das hier nicht leicht werden wird. Aber wenn wir stark bleiben wollen, dann darf es keine Ausnahmen geben. Selbst wenn das bedeutet, einen von uns zu töten. Begeben Sie sich zu Proctor Quinlan. Er hat die Daten analysiert und wird Ihnen sagen können, wo Sie anfangen sollen. Und Ritter, mit dieser Mission können Sie sich eine Beförderung verdienen. Also enttäuschen Sie mich nicht. Sie können wegtreten. Jetzt lockt er uns auch mit einer Beförderung, aber ganz ehrlich, das werde ich nicht tun. Nein, ich werde Dance nicht töten, auch wenn ich jetzt nicht ganz so dicke bin mit Dance. Also ich meine, es ist jetzt nicht mein Best Friend oder so, aber... nein. Der hat... Wieso? Wieso müssen die überhaupt alle Synths töten? Das macht absolut nur... ich bin hier völlig falsch. Das macht ja absolut keinen Sinn. Klar sind sie vom Institut gebaut und bla und hast du nicht gesehen, aber das heißt doch nicht, dass die einfach böse sind. Ich werde mit Desdemona natürlich auch noch reden müssen. Und was ich vorhin gemeint habe mit den Minutemen, ich glaube, ich habe hier das da. Das werde ich dann auch noch machen. Vielleicht werden wir mal eine ganze Folge einfach noch Minuteman-Kram erledigen. Ich denke, das machen wir. Ich werde jetzt aber erstmal hier schauen, wo sich Dance befindet. Achtung! Eventuell werden wir die Suche nach Dance. Ja, vielleicht werden wir die Suche nach Dance noch ein bisschen verzögern. Ja. Mit Dance tut mir leid. Dann erzähl mal über Dance. Was weißt du über diese Sache? Als ich die Daten entschlüsselt habe, die du aus dem Institut mitgebracht hast, bin ich auf eine Liste gestoßen. Wie es scheint, führt das Institut sehr gut über seine Synths Buch. Unter anderem wird vermerkt, welche verschwunden sind. Als ich mir die Liste angeschaut habe, bin ich auf ein Bild von Dance gestoßen, das mit M797 beschriftet war. Ein schneller DNS-Vergleich mit den Daten aus unserer Datenbank hat dann den Rest der Geschichte ergeben. Ich bin sicher, dass das ein ziemlicher Schock für dich war, Ritter. Es tut mir leid. Ich brauche keine Entschuldigungen. Ich brauche keine Entschuldigung. Ich muss wissen, wo er ist. Ja, da hast du recht. Ich habe mir Dances Einsatzberichte angesehen, aber leider konnte ich keinerlei konkrete Hinweise finden. Wie du sicher weißt, kennt Dance sich im Commonwealth gut aus. Daher fürchte ich, es gibt zahllose Verstecke für ihn.
Ich glaube, wir sollten sämtliche Orte, die er besucht hat, bestimmen und sie nacheinander als Versteck ausschließen. Du kannst es dir ruhig gemütlich machen. Das könnte eine Weile dauern. Was zum Teufel ist das für eine Scheiße, von wegen Dance wäre ein Synth? Ich vermute, mit deinem Wutausbruch willst du gewisse Zweifel bezüglich Dances Identität zum Ausdruck bringen. Ich versichere dir, meine Erkenntnisse sind absolut korrekt, Gelehrter. Er sucht dir Dance also und du haust ihn um. Soll das so laufen? Woher weißt du das? Woher weißt du davon? Es gibt keine Geheimnisse in der Bruderschaft. Maxon hat verlangt, dass wir Paladin Dance aufspüren und dir dann seinen Aufenthaltsort melden sollen. Das kann nur bedeuten, dass du ihn zur Strecke bringen sollst. Mir gefällt dein Tonfall nicht, Halen. Mein Tonfall? Als ob das in so einer Situation wichtig wäre. Ich kann nicht glauben, dass du Paladin Dance einfach so im Stich lässt. Nach allem, was er für dich getan hat. Es liegt ganz offensichtlich ein Fehler vor und wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Gelehrte Halen, du sprichst mit einem vorgesetzten Offizier. Du wirst ihm den nötigen Respekt zollen. Sonst muss ich dich vor ein Kriegsgericht stellen. Sofern du keine Informationen hast, die uns helfen können, schlage ich vor, dass du sofort zum Polizeirevier zurückkehrst. Natürlich. Ich bitte um Entschuldigung, Proktor. Ich glaube, ich habe Informationen, die relevant für die Suche sein könnten. Na gut. Würdest du sie uns dann bitte mitteilen, oder müssen wir warten, bis du bereit bist, uns an deinem Wissen teilhaben zu lassen? Ritter, wenn du mich bitte aufs Flugdeck begleiten würdest? Ich möchte dir die Informationen, die ich zusammengestellt habe, direkt zeigen. Ich habe die Daten auf dem Computer meines Vertibirds gespeichert. Hast du es dir anders überlegt, Halen? Ich befolge nur meine Befehle, Sir. Geh ruhig, Ritter. Ich setze hier meine Nachforschungen fort. Bitte mir nach, Sir. Okay, mal schauen. Der Mann ist, der Prime wieder zum Leben erweckt hat. Mal schauen. Gelehrte Halen, ich gehe jetzt einfach mal rauf. Du wirst da sicherlich mitkommen. Nicht wahr? Wir gehen rauf oder runter? Runter. Wir gehen runter aufs Deck und da wirst du sicherlich sein und dann wirst du uns sicherlich sagen, wo Dance sich befindet. Und dann werden wir zu ihm gehen und ihn feiern und alle anderen töten. Was? Ich weiß nicht, so. Irgendwie mag mir Gelehrte Naraya ihren kleinen Zoo ein wenig zu sehr. Ja. Wo ist sie denn? Die Gute? Halen? Sag jetzt nicht, die ist wieder unten. Die ist noch unten. Halen! Boah, das darf nicht wahr sein, oder? Nee, ist es auch nicht. Sie ist ja da. Ist sie das? Bist du das? Nein. Ich dachte, du seist ein Mädchen. Entschuldigung. Wo ist die denn? Sag mal, bin ich jetzt völlig bescheuert? Das ist blinder Verrat, das ist das Einzige, was angewählt ist. Nee, die ist noch drin. Ah, verdammte Axt nochmal. Echt? Wieso lässt die sich da so Zeit? Die soll doch einfach rauskommen und mir erklären, was da los ist. Hätte ich ihn noch ansprechen sollen. Aber die hat doch gesagt, wir treffen uns draußen. Achtung, an sämtliches Personal. Bitte denken da ist sie, an ihre kommst Brüder du endlich. Unter ihnen. Verstauen sie auf dem Flugdeck sämtliche Ausrüstung gründlich. Mit deinem Lauf. Danke. Mädchen, du bist so... Du bist einfach nicht normal. Lauf doch. Lauf. Beweg dich. Und jetzt hier lang. Na los, komm. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ich bin dein Vorgesetzter. Ich sag, ich gebe hier den Takt an. Wo bist du denn hier? Bleibt ihr hier? Entschuldigung, gelehrte Halen. Willst du Paladin Dance wirklich töten? Hast du einen Vogel? Bist du... Hat jemand in den Kopf geschissen oder was? Das ist eine riskante Frage. Das ist eine heikle Frage, Halen. Ich möchte, dass du mir einen Moment zuhörst. Ich kenne Paladin Dance, seit ich eine Anwärterin war. Er hat mich ausgebildet, mir alles Wichtige beigebracht. Und er hat mir gezeigt, wie ich weitermache, wenn ich mal Mist gebaut habe. Ich bewundere und respektiere ihn. Und ich betrachte ihn als einen Freund. Mir ist egal, was in Quinlans Bericht steht. Mir ist auch egal, ob er eine Maschine ist oder nicht. Er ist und bleibt Dance.
Aha. Mit einem Verräter sympathisieren, gewagte Aussage, ungeduldig. Warum sagst du mir das? Das ist eine gewagte Aussage. Nee, warum sagst du mir das? Warum erzählst du mir das alles? Weil es jemand tun muss, bevor du losziehst und Maxons Befehl ausführst, ohne vorher darüber nachzudenken, was du da eigentlich tust. Dance ist die selbstloseste Person, die ich kenne. Er hat sein Leben riskiert, nur um seinen Prinzipien treu zu bleiben. Deshalb bitte ich dich, nicht nur als Mitglied der Bruderschaft, sondern auch als Mensch, gib ihm die Chance, dir seine Seite der Geschichte zu erzählen. Wenn er dich nicht überzeugen kann oder er uns tatsächlich verraten hat, dann tu, was getan werden muss. Ich werde ihn anhören. In Ordnung. Ich werde ihn anhören. Um mehr bitte ich dich nicht. Ich werde einfach darauf vertrauen müssen, dass du das Richtige tust, wenn die Zeit gekommen ist. Bevor die Pritwin ankam, hat Dance mich einen Rückzugspunkt suchen lassen, falls wir das Polizeirevier verlieren sollten. Das war der Horchposten Bravo, eine Einrichtung der US-Armee aus Vorkriegstagen, die an der nördlichen Grenze des Commonwealths liegt. Der Posten ist sehr abgelegen und nur wir wissen von ihm. Von daher schätze ich, dass er dorthin unterwegs ist. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, in welchem Geisteszustand er sich befindet oder ob er uns noch traut. Ja, also weißt du, ich hätte ihn sowieso angehört, ob du mir jetzt da hier die Hucke voll leierst oder nicht. Also das hat überhaupt keinen Einfluss. Naja, so, also wir gehen rauf und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen wollen. Es ist wirklich so, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Minutemen momentan. Ich möchte da eigentlich, dass ein bisschen mehr kommt von den Jungs. Und deshalb habe ich mich jetzt gerade so ganz spontan dazu entschieden, dass wir das so halten werden. Wir haben ja folgende Möglichkeiten. Für die Bruderschaft müssen wir Dance finden. Dann für die Railroad müssen wir ins Haku zurück und mit ihnen mal über das Ganze, was da in Bunker Hill geschehen ist, sprechen. Und für die Minutemen haben wir nur eine Quest. Und das ist diese Quest hier. Grün heute. Nordhagen Beach. Das ist Wetterfahren, das ist Mila, das ist auch so Railroad-Zeugs. Ich würde sagen, ich werde die ganze nächste Folge mit diesen Dingen hier mich beschäftigen, mit diesen ganzen Quests von da, sag mal, Minutemen. Ja. Mal schauen, ob das irgendwo zu einem Ende kommt und ob die Minutemen dann auch irgendwie in die Geschichte eingreifen oder ob das wirklich nur so Endlos-Quests sind und sich da gar nichts tun wird. Wir werden das sehen, wir werden eine Folge lang Minutemen-Quests machen. Wenn da nichts passiert, werden wir halt weiterführen mit der Bruderschaft und der Railroad. Wobei die Railroad da auch noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Mal schauen. Die ganze Geschichte mit Dance ist sicherlich spannend. Wir können aber jetzt sagen, der ist auf dem Weg dahin. Und wir müssen den erstmal ankommen lassen. Deshalb machen wir noch was anderes in der Zeit. Ja. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen auch. Denn das war's wieder für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Rodmack. Ciao.